Okay, da bin ich wieder mit meinem Let's Play Scientist Shadow and Mummies. Im letzten Teil sind wir hier angekommen und nun müssen wir das Bett erreichen. Okay. Also das hier ist eindeutig eine Wand, deswegen kann ich das auch wahrscheinlich gar nicht sehen. Okay, es ist ein bisschen komplizierter, als es aussieht, verdammt. Hallo. Und wir sind wieder in einer neuen Umgebung. Umwerfen. Nee. Hallo. Tschüss. Nein. Komm, lass mich los. Du genauso. Okay. Wo sind wir jetzt schon wieder? Hier war ich anscheinend schon. Dann nehmen wir auch mal diese Tür. Geradeaus vielleicht? Nee, da war ich doch auch schon. Jetzt mit euch. So, diese Tür. Okay. Die da? Nein. Dann nehmen wir doch mal diese Tür. Dann nehmen wir doch mal die hier. Oh, Leute. Ich nehme mal die da. Ach du Schande. Ja, hier sieht alles gleich aus. Geh zurück. Ja, super. Geradeaus. Geradeaus. Diese Tür. So, durch diese Tür. Folgen wir einfach mal dem Eis. Okay, hier ist schon mal kein Eis, hier ist auch kein Eis. Ah, Alter, geht chillen. Geht chillen. Ah, okay, das war anscheinend richtig. Ach, Gott im Himmel. Noch so ein Rätsel und... Das ist eindeutig ein Foto von uns. Soll das jetzt Cheryl sein? This is your room. But
you're not in it. Oh. Nein, du legst dich jetzt nicht zu schlafen. Es musste ja so kommen. Ja. You know, I think Hallo. We're getting somewhere. We're all tied up in this marriage thing. Marriage worked a lot better when we didn't live so long. We have phrases like the honeymoon is over to remind us how quickly marriages sour. Ah, das klar. Cynical. Divorce does that to you. Come on. You think marriage can really last? Man hofft es, aber nein. Should a couple stay together for the kids? Nur wegen den Kindern zuliebe? Nein. Wenn sich das Paar die ganze Zeit anschreit und dann nur wegen den Kindern zusammenbleibt, ist es für das Kind genauso schlecht, wie wenn sie sich trennen würden. Do you think it's a bad idea to marry young? Also heiraten mit... Oh ja, okay, was heißt jetzt jung? Also ich... das kann jetzt jeder anders sehen. Finden Sie es schlecht mit... Die Frage war doch, finden Sie es schlecht? Ja. You think sex becomes stale after marriage? Ob Sex in der Ehe schnell langweilig wird? Ich nehme jetzt einfach nein, denn das weiß ich nicht. What? You being such an expert on marriage, you're going to ace my matchmaker test. Okay. On the table are 6 pictures. All you have to do is sort them into 3 married couples. Okay. Ja, du gehörst eindeutig mit ihr zusammen, denn ihr habt das gleiche Sofa auf dem Bild. So, jetzt wird es ein bisschen schwerer. Nee, eigentlich nicht. Du gehörst mit ihr zusammen. Ihr habt nicht beide ein C drauf. Oder sollen wir da vielleicht nach den Klamotten gehen? Obwohl das eigentlich auch keinen Sinn ergibt. Wir nehmen jetzt einfach die Paare, weil sie die gleiche Umgebung haben. All finished? Ja. Okay. Now tell me which of those couples are still together. I'm joking. Oh my god. You know I'm just trying to provoke you, right? Mm-hmm. Oh, let's keep going. We're really making progress here. Yeah. Die Ehe. Harry? Huh? Harry? Huh? Were you dreaming? Yeah. Are you okay? What are you doing here? This place is... Your home, right? I saw the photos of you in the corridor, you and your family. Okay, wieso ist alles pink? Here. I'm sorry. The woman said Cheryl was at the lighthouse. The lighthouse closed down years ago. Now I need to go there. John and I can drive you there. We'll take the lake road. Thank you. Okay. Fahren wir doch mal mit beiden. So you're Harry. John. Well, don't mind me. I'm sure you two have lots of catching up to do. John, don't be silly. So fährt man nicht Auto. Nein. Nice car you got, John. I always wanted one of these. But when Cheryl was born, we graduated to the family car club. Trunk space wins out over engine size. I'd swap the car for a family any day. Though I'm happy enough with just John for now. Cut it out, Michelle. Huh? It's embarrassing. I'm not embarrassed. Don't mind me. This isn't how I wanted things to go. It's not Harry's fault. I mean... Nothing to do with Harry. I mean this. Us. I wanted to make things clear. I wanted to do things right. What are you saying? This reunion, this weekend.
wanted to come see you to talk things through. Talk? About our relationship? Michelle, there is no relationship. If not now, when? Where? Christ, Michelle, I've been trying to do this for months, but you don't want to hear it. Now we have a witness, maybe you'll listen. You're just tired. You're not thinking right. It's been too long since we've been together. Oh my god. No. No, Michelle. I was hoping to do this right, but I need to do it. We've been running on empty for a long time. Living on fumes. It isn't a relationship, it's a courtesy. If I still love you, it can't be over. It is. You don't love me. You love the John in your head. Please. I can't listen to this. Oh my god. I can't do this anymore. John! Alles klar, ne? Du willst ihn nicht mitnehmen? Warum denn nicht? Pussy, so präzise wie Geometrie. Was? Ach du Schande. Ja. Steigen wir einfach mal aus. So. Neuer Wegpunkt hinzugefügt. Ja, Karte. Hä? Soll ich vielleicht... Was ist das hier eigentlich schon wieder? Ablauf... Abflusskanal. Unbefugter Zutritt verboten. Mir doch wen. Keep out. Tschüss. Ich geh trotzdem rein. Also ich habe Angst vor irgendwelchen Schildern. Oh yeah. Mhm. Nachricht. Dahlia, das mit gestern Abend tut mir leid. Hab ich dich etwas verschreckt? Hä? Sag ich doch, das war Dahlia. Schon seltsam. Folgen wir einfach den komischen Weg hier. Alles voller Wasser. Oh, Alter, ich mich jetzt gerade... Schaue. Daddy, you shouldn't come. No, sweetie, it's not safe. Please don't come. Wie bitte? Es ist nicht sicher. Äußerst lecker. Wo muss ich denn schon wieder hin? Einfach mal hier außen rum.
eigentlich hergekommen? Irrwege, ich liebe sie. Seltsam. Jetzt komme ich doch wieder zurück. Menschens Kinders. Lassen wir mal die Gänge außen vor. Hier vielleicht richtig. Man weiß es nicht. Nee, das sieht eher falsch aus. Ah ja. Ja, das ist eindeutig falsch. Yay! Ja, von hier bin ich eindeutig gekommen. Im Kreislaufen habe ich, kann ich ja schon immer ganz gut. Da muss ich nichts Neues lernen. Zumindest nicht in Silent Hill. Das ist in ganz gewissen anderen Spielen viel einfacher mit der Richtung. Ja. Alles klar. Durch diese Tür. Die Treppe nach oben. Treppe, genau. Leiter nach oben. Und wir sind wo? King Ice. Hey, davon ist der Leuchtturm. Okay. Hier ist doch irgendwas am Blinken schon wieder. Nicht? Was dann? Hä? Wo denn? Sag ich doch, die Karte. Mein Gott. Tagesausflüge, Flügler. Anhören. So, durch diese Tür gehen wir jetzt noch. Was ist das jetzt schon wieder?
Ein Leuchtturm. Ein Schlüssel. Alles klar. Okay. So, das machen wir jetzt auch noch schnell. Sonst wird mir die Erinnerung noch nicht gespeichert. Öffnen. So, und hier speichere ich. Überschreiben. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.